Angriffe gegen die Demonstranten aufhören. Herr Kollege Stadler. Europa muss jetzt aufpassen, Herr Präsident. Европа трябва да внимава, господин председател. Führt und moralische Unterschiede macht bei einem NATO-Partner und bei einem wichtigen Handelspartner. Das wäre dann sehr verfänglich. Wir haben nicht reagiert, als Anfang des vergangenen Jahres die Türkei 35 Menschen ermordet hat mit ihrer eigenen Luftwaffe in der Provinz Sirnak. Wir haben bisher aus der Türkei durchgehen lassen, dass sie den Genozid an den Armeniern bis heute leugnet. Wir haben es ihnen durchgehen lassen, dass sie bis heute die Verbrechen der Militärdiktatur nicht aufarbeiten. Wir haben es ihnen durchgehen lassen, dass wir keinen Truppenabzug der Türkei aus Nordzypern verlangen. Wir haben ihnen den Bürgerkrieg gegen die Kurden durchgehen lassen. Wir lassen dem Herrn Erdogan seinen neuen Polizeistaat, seinen islamischen, durchgehen. Wir lassen es ihm durchgehen, dass es Mordanschläge gegen Journalisten gibt. Wir lassen es ihnen durchgehen, dass sie ein neues ottomanisches Machtträumereien veranstalten. Und jetzt wollen wir ihnen auch noch die jungen Toten durchgehen lassen, die nichts anderes verlangen als Demokratie und Meinungsfreiheit, die wir andernorts gerechtfertigt haben für Militäreinsätze. Europa muss jetzt aufpassen, nicht mit moralischen Doppelstandards bei den Türken, nur weil sie NATO-Partner sind und nur weil sie ein wichtiger Handelspartner sind, andere Standards einzuführen. Das ist mein Appell. Danke, Frau Kollegin Kohola. Thank you. In the last few weeks. Schönen Dank. In den letzten Wochen hat die Türkei Horror in verschiedensten Formen praktiziert, insbesondere seitens der Polizei hat es Übergriffe und Gewalttaten gegeben. Viele sind getötet worden, Tausende verletzt worden, weitere Tausende werden inhaftiert mit den entsprechenden Rechtsanwälten, die sich für die Demonstranten einsetzen. Wir haben wachsende